Kapitel 4.4 Fa'al, gutes Omen. Anas berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Es gibt weder Ansteckung noch Tijara, aber ich mag Fa'al. Die Gefährten fragten danach: Was ist Fa'al? Er antwortete: Ein gutes Wort. Behauptet man, dass es Dinge gibt, die böse Omen sind, bedeutet das zum einen, dass man schlecht über Allah denkt, und zum anderen, dass man gewissen Vorstellungen anhängt, die mit Schirk behaftet sind. Obwohl der Glaube an gute Omen mit seiner Annäherung an Allah tendenziell besser zu sein scheint, ist auch er immer noch nicht frei von Schirk, da er den erschaffenen Dingen göttliche Macht zuspricht. Aus diesem Grund waren die Sahaba sehr überrascht, als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, seine Zuneigung zu Fa'al, den guten Omen, bekundete. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte ihnen jedoch auch die Grenzen, innerhalb deren Fa'al aus islamischer Sicht akzeptabel ist. Und diese ist der Gebrauch von optimistischen Bezeichnungen. Wenn man also zum Beispiel eine kranke Person Salim, also gesund, nennt, oder jemanden, der etwas verloren hat, Wajid, also Finder. Der Gebrauch solcher und ähnlicher Wörter lässt Hoffnung und Optimismus in schweren Zeiten aufkommen und führt dazu, dass sich die Leute wohlfühlen. Von den Gläubigen wird verlangt, stets auf Allah zu hoffen.